Ah, ich weiß nicht. Also so eine Seite, wo man Videos hochlädt und alle können die angucken, da sehe ich keine Zukunft drin. Wir hatten vorhin schon jemanden hier, der hat gesagt, er hat eine App erfunden, wo man Fotos online stellen kann. Die Leute können drunter kommentieren und ein Herz verteilen. Funktioniert einfach nicht. Sorry. Welche Sendung haben wir gemacht, ne? Die Höhle der Löwen. So sieht's aus. Gibt's übrigens auch eine Porno-Version von, ne? Die Höhle der Mösen. Guten Tag, herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung und heute solltet ihr Zettel und Stift bereitlegen, schön alles mitnotieren, denn wir hauen heute richtig fette Ideen raus. Ideen, mit denen man wie viel Geld machen kann? Millionen, es sind Millionen Ideen, die wir hier for free raushauen. Also wer gerade knapp bei Kasse ist, der hört einfach zu, schreibt fleißig mit und macht sich danach selbstständig und ist reich. Wo wir gerade bei knapp bei Kasse sind, guckt doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Da gibt es nämlich auch, da hat irgendwer eine Millionen-Idee schon gehabt mit so Ja, einem Ding, was man sich auf dem Handy runterladen kann. Ich glaube, das ja. kannst du besser erklären. Im Neudeutsch heißt es App. Oh. App, schon mal von gehört. Da lädt man sich die Patreon-App runter und dann kann man alle tollen Bonusmaterialien, Deleted Scenes, Fotos, Behind-the-Scenes-Sachen, alles von uns kann man dann noch leichter auf dem Handy abchecken, kriegt Benachrichtigungen und sieht dann alles, wofür man denn seinen Support gibt. Also, Freunde der guten Unterhaltung, das läuft jetzt so ab, dass wir hier ein paar uns Ideen hin und her schmeißen, einfach mal jonglieren mit ein paar Ideen. Ich hau eine Idee raus, er haut eine Idee raus, dann hau ich eine Idee raus und dann haut wer eine Idee raus? Bärchen haut eine Idee raus. Wer war ich gerade? Am Ende habe ich mich ein bisschen an jemanden erinnert. Ja, an die Frau, die beim Melody Star die Leute animiert, dass sie schön mitfahren im Karussell. Eigentlich wollte ich Oliver Geissen sein. Echt? Ja, Leute, sag mal, schön, dass ihr hier seid. Ja, schön. Ja, Ach, was sagt er immer? Was das sagt hätte er ich ja so. immer? Oh, na, mein Lieber, Na, mein Lieber, ja. schön, wir haben hier gute Ideen heute am Start. Du bist zu so schnell. Du bist eher Melody Star und Breakdance. Auch noch eine Runde, Alle mal einsteigen hier. Los geht ab, die wilde Fahrt und wuhu! Okay, ihr müsst wissen, wir werden jetzt aber nicht über so offensichtliche Ideen sprechen wie Beamen und so. Ich werde nicht über offensichtliche Ideen wie Beamen sprechen, sondern wir gehen mal so ein, vielleicht in Sachen, also ich habe mir ein paar Dinge rausgesucht, die wirklich mein Leben und das Leben von allen verändern würden und ich hau das erstmal raus. Warum gibt es das nicht? Die Pille, die die Geschmacksnerven umkehrt. Oh. Das muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein, dass man eine Pille nimmt. Weißt du kennst ja sowas, wenn du irgendwas Saures isst oder wenn du dir die Zähne putzt, ne? Und du trinkst danach irgendwie einen Orangensaft oder Oh, was. das ist Alles eklig, ne? oh. Ist alles eklig. Ja. Und wenn du eine Pille nimmst, die die Geschmacksnerven so umkehrt, dass du sagst, Pommes, Burger und so, das ist ja ekelhaft, kann ich nicht essen. Geht Ja. weg damit. Aber alles, was gesund ist, so, auch so ein grüner Smoothie, so ein Magerquark und so ein schönen Salat, haut mich um. Das wäre doch, das muss doch irgendwie möglich sein. Es muss auf jeden Fall möglich sein, denn es gibt ja auch Leute, denen das generell nicht schmeckt. Ne? Also die Ja. Glaubst du das? entweder lügen die alle oder die haben die Pille schon genommen und wir wissen nichts davon oder sie sind einfach nur geisteskrank. Aber Es gibt es wirklich es gibt so. wirklich Leute, die sagen so, nee, aber Pommes so, oh, das ist so, Ich habe auch einen mag ich Freund, nicht. mit dem bin ich mal zu Dunkin' Donuts gegangen, der hat den halben Donut gegessen und meinte, Ja, ist mir zu oh süß. ja, jetzt bin ich aber auch voll. Ja, ist mir zu süß. Und ich sitze da mit der 12er-Box und sage, ich hole mir noch einen oder Ja. so. Und als Unternehmer, weil wir ja hier in der Höhle der Löwen sind, ja, müsste man die gar nicht so teuer machen, weil es würde ja die ganze Welt würde die ja Auf kaufen. jeden Fall. Aber wäre das dann blöd, wenn jeder geil aussehen würde? Stell dir mal vor, alle würden so aussehen wie wir. Jeder geil Oh, ist doch krass. das wäre richtig krass, Ja. wa? Ich wende mich jetzt an alle Wissenschaftler, denn es ist eine ganz einfache Sache. Ganz einfache Chemie. Chemie hattest du ja nicht abgewählt, deswegen kannst du mir da auch folgen. Und zwar, du kaufst dir, machst einfach eine Firma, ja, und kaufst dir 1 Kilo Quecksilber, ja, kostet so um die 100 Euro. Ist nix. Ist nichts. Ist ein halber Döner quasi. Investment, ist ein Investment, Ja, ja. okay, gut. Kaufst dir 1 Kilo Quecksilber und dann eine Plastikpinzette und nimmst von jedem Atom ein Elektron raus. Und was hat man dann? 1 Kilo Gold. Und das kostet 35.000 Euro. Und dann hat man natürlich super Gewinn gemacht. Ne? Das Stimmt. macht man einfach so lange, bis man reich ist. Und dann ist es, also ich finde, es ist eine solide Das Idee. ist eine super Idee. Das ist quasi das, wodurch ja alles funktioniert. Billig einkaufen,
teuer verkaufen. So ist es nämlich. Ja. Ne? Man müsste, nur ein kleiner Warnhinweis für zu Hause, man müsste wirklich eine Plastikpinzette nehmen, weil die Elektronen dann auch einen Schlag geben könnten. Ja. Da müsste man schon aufpassen. Der Profit ist halt very high benefit, high risk, ja. High benefit ist natürlich, ja. so eine Dinge, ja. Muss man auch ja. mal, ja. Muss man auch mal eingehen, ne? wenn man reich werden ja. 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 Ich wünschte, ich hätte 100 Euro. Aber da fängt es ja schon an. Das ist das Problem. Bei mir liegt es schon an der Plastikpinzette. Ich finde, man sollte investieren in eine Insel, wo man nur Idioten hinschickt. Das heißt beispielsweise, du kannst zu mir kommen und sagen, pass auf, sagen wir mal, für 50 Euro möchte ich jetzt meine Freundin, ja, die geht mir gerade so auf den Sack, möchte ich die für 50 Euro, also für 50 Euro darfst du natürlich nicht so lange auf dieser Insel bleiben, dann würde ich sagen, kannst du sie ein Wochenende loswerden auf einer Insel. Und auf dieser Insel sind halt wirklich nur eine Menge Idioten. Geil. Also diese ganzen G20-Spasten und sowas. Ach oder so. Mit ihren MP3-Handys, ja, die haue ich alle mal in einen Kopf. Ich dachte direkt an YouTube Island. YouTube Island zum Beispiel auch. So, da können die dann alle hin, die können sich alle gegenseitig mit Steinen beschmeißen, die können alle laut MP3-Handys hören, die sollen sich da alle gegenseitig den Kopf einballern. Und ich glaube, das ist ein Markt, wo wirklich, also wenn ich die Chance hätte, ja. dich ja. einfach mal für ja. einen Tag dahin zu schicken ja. und zu gucken, was passiert, ja. wäre mir ein Fünfer wert. Wenn jeder Mensch sich beamen könnte, ne, dann könnte man sich ja so wie bei Jumper in irgendeinen Safe ja, beamen, ja. das wäre unsicher, ja. das kann man nicht machen. Nee. So. Also alleine aus meiner politischen Sicht, ja. das kann man nicht machen. Deswegen würde ich sowas wie einen Beamhafen machen, anstatt jetzt einen Flughafen. Da gehen die Leute hin, werden in so Containern gebeamt und dann woanders hin. Aber du sagst ja nee, deswegen machen wir was anderes. Und zwar reden wir über Tischlein deck dich. Warum gibt es nicht so in einem Möbelhaus so einen Tisch zu kaufen wie der, an dem wir hier sitzen? Und dann ist es wirklich so, dass du sagst, Tischlein deck dich. Und der Tisch erkennt an deiner Stimme, ja, weil wir transportieren ja viel über unsere Stimmen. Total, zum Beispiel, wenn ich sage, ich liebe dich so sehr, ja, dann merkt man, vielleicht Geisteskrankheit fortgeschritten. Genau, so ist es. Und der erkennt an meiner Stimme, worauf ich gerade Bock habe, der deckt den Tisch mit den Lebensmitteln, die ich will. Und dann ist es so ein Stück weit wie in der Simpsons-Folge, wo die in diesem modernen Haus leben, dass der Tisch sich auch von alleine wieder abdeckt. Also bei den Simpsons ist es so, der schreddert halt alles, Teller, und du musst nicht mehr abwaschen. Das heißt, er deckt sich, du kannst schön reinhauen, wenn du dann sagst, Tischlein, leere dich, dann ist das auch alles weg. Nie wieder abwaschen, nie wieder Essensreste irgendwo drin haben, sondern das ist doch, IKEA ist so dämlich, dass sie das nicht schon an den Start gebracht haben. Checken es einfach nicht. Es ist wirklich so. Ich sage, aber da weißt du was? Ja? So alleine, wie du es schon erzählst, das ist eine Million-Dollar-Idee. Das ist eine Million-Dollar-Idee. Natürlich. Natürlich ist das. Ja, und warum checkt das einfach? Weil sie dumm sind alle da draußen. Aber deswegen gibt es das hier for free. So. Weil wir nett sind, Mann. Ja, Mann, weil wir nett sind. Ja. Und schön. Und nett. Und ich bin ja eher so der technische Mensch, ne? Deswegen würde ich jetzt hier Shoutout an alle Zweiradhersteller. Ich habe eine knaller Idee, und zwar nicht das E-Bike, sondern man macht einfach ein Fahrrad, wo das vordere Rad ein bisschen kleiner ist als das hinten, sodass man quasi immer berg runter fährt. Dann bräuchte man gar nicht mehr treten und setzt dich einfach rauf und es fährt einfach. Eine Schrumpfmaschine. Seit 1980 gibt es diesen Film, wo die Leute alle geschrumpft werden. So. Warum machen sie das nicht einfach für... Wirklich, wirklich. Es ist so. Ja, was ja. soll das? Oder dann machst du einfach die Batterien in die falsche, falsch rum rein und ja. dann machst du alles viel größer. Dann ist auch der Hunger auf der Welt. Dann machst du einen Donut, machst du riesengroß ja, und dann so können alle aus. Davon essen. Ist genau. alles in Ordnung. Ja, ja. Dann nimmst du noch die Pille, dass es dann wieder gut schmeckt, weil wir ja alle die Pille genommen haben, dass es nicht gut schmeckt. Genau. Ja, und also der Donut schmeckt ja immer gut. Der Donut, ja. Achso, immer? Immer. Nee. Die Pille muss ja... Die Pille muss wieder. Aber warum sollte ich eine Pille nehmen, dass der Donut schlecht schmeckt? Ja, dann machen wir halt einen Smoothie groß. Wir machen Smoothie groß. Wir machen mehr aus Smoothies. Wir machen, ja. Smoothie mehr. Smoothie mehr. Dann ist doch die Fische gesund. Ist doch perfekt. Perfekt. Also, es sprudelt hier quasi aus uns ja. raus, finde ich. Ja, ja. aber wir, weil wir auch so ein... Weil wir einfach schlau sind. Weil wir Unternehmergeist ja, auch haben. Ja, haben wir. Wir haben auch den Blick für Outside of the Box. So ist genau, genau, drin. Genau. In dem Zusammenhang würde ich auch an alle Landwirte appellieren, erfindet doch einfach mal Obst und Gemüse, was leichter ist als 0 Gramm. Ja? Dann könnten alle im Supermarkt, wenn sie das kaufen gehen, legen sie es auf die Waage und dann steht da... Minus 5 Kilo. Ja. ja. Und kriegst du Geld zurück. Kriegst du Geld zurück. Dann kaufst du dir eine Gurke, die minus 5 Kilo wiegt, gehst zur Kasse, minus 5 Kilo, die gibt dir Geld, gehst raus mit einer Gurke und Kohle, machst du so lange, bis du reich bist. Alles, alle Sorgen erledigt.
Gleiche Idee, also eine ähnliche Idee. Mhm. Warum tätowieren wir uns nicht alle das Pfandflaschensymbol auf den Arm? Ab in Automaten, ab in Automaten, ab in Automaten. Das ist Million-Dollar-Idee. Also ja. Der Erste, der uns ein tätowiertes Pfandflaschensymbol ein Foto schickt, kriegt 25 Cent von uns. Weil ich ja, trotz meiner, meines Fames und meiner unendlichen Reichheit noch selbst Hausarbeiten mache. Was? Finde ich, müsst ja. Ich bin down to earth geblieben. Hast du keine Frau? Na. Ich finde, man sollte so ein Ständer. Das ist ein bisschen albern heute. Also man stellt so einen Ständer. Ja, okay. Man stellt so einen Ständer mitten in den Raum und der saugt den Staub komplett an. Der saugt aber wirklich nur den Staub an. Das heißt, Gegenstände, die schwerer sind als Staub, also so, selbst eine Büroklammer oder sowas, ne, die bleiben unberührt an dem Platz liegen, aber es wird von allen Richtungen der Staub angesogen und du musst nie wieder Staub saugen. Geil. Staub wischen, weil das alles wirklich wumm, innerhalb von Sekunden. Das ist ein geiles Ding. Was meinst du, wie viele Leute sich das Ding kaufen würden? Richtig, alle. Weißt du, was du mit dem Staub machen kannst? Nee. Du kannst einfach die Geschmacksnervenpille nehmen und dann schmeckt der Staub auf einmal richtig gut. Das wäre ja geil. Unendlich essen. Ne? Unendlich essen. Hm. Und dann, es gibt doch dieses EMS-Training, dass du beim Sport dir Elektrostöße gibst und das stimuliert die Muskeln. Ja, habe ich schon mal von gehört. Warum, aber nicht gemacht. Warum gibt es nicht so einen Sportanzug, den du nachts trägst, du schläfst und der fährt die ganze Nacht an bestimmten... Ja, der gibt deinem Körper Impulse, als so, würdest du gerade... Man bewegt sich nicht. Ach so. Als würdest, aber der Körper kriegt Impulse und deine Muskeln denken, oh, der macht gerade Sport. Gibt's sowas nicht? So in diesen ganzen... Anzügen, ja, aber du musst dich dabei wirklich noch bewegen. Aber es muss halt so gering sein, dass du dabei schlafen kannst und du ziehst dir halt so ein Ding an und das stimuliert deine Muskeln und jeden Morgen, wenn du dann aufstehst, denkst du dir... Boah, Alter, ganze Nacht Workout. Oh, ah, ja, das ist doch auch eine gute Idee. Das ist richtig geil. Oder halt, du machst das ganz stark, ne? Und dann nimmst du einfach eine starke Schlaftablette. Ja, oder Heroin. Ich weiß nicht, das Geld liegt auf der Straße. Es ist ja da. Ja, also ich meine, wir sitzen hier 10 Minuten zusammen und wir machen 100 Millionäre, ja? Also wie kann das sein? Also wenn ihr jetzt da draußen nicht alle reich werdet und das auf Patreon an uns überweist... Dann weiß ich auch nicht. Also sind wir, und jetzt mal serious talk, ohne Scheiß, wirklich ganz im Ernst, sind wir die schlauesten Menschen der Welt, wir beide? Das sieht ganz so aus. Das sieht so aus. Ja. Auch die schlauesten Menschen der Welt würden das auch von sich behaupten. Ja, ja. Da habt ihr es. Aber bevor wir zum Ende kommen, nochmal für alle, die sagen, sie sind nicht so der Unternehmer, ich habe auch noch eine ganz gute Idee. Einfach einschlafen, davon träumen, dass man einen Genie findet, der einem 3 Wünsche gibt und der 1. Wunsch ist, das ist kein Traum. Apropos Traum, Däumchen wären Träumchen, wie du ja schon mal gesagt hast. Abonniert uns, aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn es ein neues Video von uns gibt, dann verpasst ihr nämlich gar nichts. Und guckt doch mal auf einer ganz großartigen Seite vorbei, die da heißt Patreon. In dem Zusammenhang sagen wir nochmal ein ganz fettes Dankeschön an Sonja und an Becky. Ja, und an alle, die von Anfang an dabei waren, müssen wir leider eingestehen, das war heute die letzte Sendung. Vor der Sommerpause. Wir gehen natürlich nicht für immer, aber wir machen jetzt erstmal 2 Wochen Pause, damit wir neue Ideen sammeln können und ganz frisch und munter hier wieder sind. Und dann geht Lass mal reden natürlich weiter. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr die letzten Monate am Start wart. Wie machst du immer? So mache ich. Ja. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch in nächster Zeit immer noch dabei wärt. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Wir freuen uns jetzt schon darauf, euch ganz bald wiederzusehen. Und niemals vergessen, shine on. Die letzte Folge. Ich bin so traurig, dass ich dich 2 Wochen nicht sehen werde. Das ist echt ein bisschen traurig. Aber weißt du, was ich mache? Ich mache das, was einfach alle anderen auch machen. Guck mir alle unsere Sendungen nochmal an. Verrückt. Alles nochmal durch. Ja, wir lassen ja auch Wiederholungen laufen, ne? Ja, die Leute müssen einfach nur auf unseren Kanal gehen, irgendein Video anklicken, dann läuft die Wiederholung. Ja. Das ist the new TV. Ey, hast du dir mal in letzter Zeit ein Video von uns angeguckt? Wie wir aussahen? Nee. Oh,
Also ich gucke immer nur das Aktuelle, was wir hochladen. Ja, das also, aber das gucke ich dafür immer 10.000 Mal. Ach, du bist das? Ja. Ach, danke. Danke für die Views. Bitte, bitte. Klickst du auch immer auf die Werbung? Nee. Schade. Guck mal, wie viel wir schon gemacht haben. War 3 Monate. Ey, wir haben auch wirklich viele Folgen schon rausgehauen, finde ich. Irgendwie schon, ja. Und noch mehr auf Patreon, wa? Das muss man auch ganz klar sagen. Ich finde das richtig. Ich habe mich mal auf Patreon umgeschaut, so was andere so machen. Da müssen wir uns nicht verstecken. Müssen wir uns nicht verstecken. Nein, aber auch generell, finde ich, müssen wir uns nicht verstecken. Mann. Wir haben das ordentlich gewuppt bisher. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben vor allem noch ganz geile Ideen, oder? Das hat gebockt. Willst du mal eine Idee raushauen? Bis auf die 2,5 Monate, wo wir uns gestritten haben? Ja, ja, aber das hat man vor der Kamera nicht gemerkt. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Nee. Geil, Alter. Eine Idee, was für eine Idee soll ich raushauen? Ein Thema. Ein Thema, was man noch machen könnte. Oh, der neue Star Wars Film zum Beispiel, dass man ein bisschen über Star Wars redet. Ja, nee. Ich habe ein Spiel. Ach, du hast ein Spiel als Thema? Ja. Wir masturbieren. Ja. Und der schneller kommt, hat gewonnen. Ja, gewonnen. Dann bin ich auch mal wieder. Zum Abschied ein Kuss? Definitiv nein. Du hast schon meine Hand gekriegt. Tschüss.